herzlich willkommen am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, kurz ITAS. Schön, dass Sie so zahlreich trotz des guten Wetters hier heute Abend hergekommen sind. Das freut uns natürlich sehr. Ja, wir haben heute die 8. Veranstaltung unserer Reihe Technik kontrovers. Und ja, schön, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, manche von Ihnen waren vielleicht schon mal hier bei einer Veranstaltung, andere sind zum ersten Mal hier. Deswegen sage ich noch kurz ein paar Worte zur Veranstaltungsreihe an sich. Mit Technik kontrovers präsentiert das ITAS unterschiedliche Positionen zu gesellschaftlich brisanten Technikthemen und möchte die dann mit Ihnen, mit der Öffentlichkeit, gerne auch kontrovers, das steckt schon im Namen, Technik kontrovers, diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Meinung und auf Ihre Ansichten. Ein Hinweis noch, das haben Sie vielleicht schon am Eingang gelesen, heute Abend bei der Veranstaltung werden Film- und Fotoaufnahmen gemacht. Okay. Um was geht es heute Abend? Sie haben es wahrscheinlich schon auf dem Plakat gelesen, weswegen Sie wahrscheinlich auch hergekommen sind. Es geht um Visionen für die Gesellschaft von morgen. Wir möchten einen Dialog zwischen der Gegenwart und der Zukunft führen. Wir werden eine kleine Reise unternehmen ins Jahr 2038 und möchten Ihnen aufzeigen, wie so verschiedene Visionen, verschiedene Vorstellungen von unterschiedlichen Zukünften aussehen können. Da sonst immer sehr viel über technische Innovationen gesprochen wird, wenn man über Zukunft spricht, möchten wir heute eher so ein bisschen den Fokus auf den gesellschaftlichen Wandel legen und diesen thematisieren. Sie als Publikum haben dabei heute auch eine Rolle, und zwar fungieren Sie als Bürgerkommission, die sich diese Visionen, die gleich hier vorgestellt werden, anhören und dann überlegen können, wie Sie denn so finden und wie sich denn eine Gesellschaft von heute weiterentwickeln könnte. Hierbei noch der Hinweis an Sie, dass es sich bei den Visionen, die heute Abend vorgestellt werden, nicht um Prognosen, um errechnete Vorhersagen oder so handelt, sondern es sind Gedankenspiele, es sind wirklich Visionen und Ideen, die aber auch schon auf Dingen basieren, die heute oder auf Ideen basieren, die es heute schon gibt und die dann weiterentwickelt wurden. Genau, dann möchte ich Ihnen jetzt unsere drei Referenten vorstellen, die gleich in die Rolle der Botschafter aus den drei Ländern der Zukunft schlüpfen werden. Wir haben zum einen Christoph Schneider. Christoph hat Soziologie in Freiburg und in Großbritannien studiert und seine Forschungsschwerpunkte sind Soziologie der Zukunft, Technoscience, Wissenssoziologie, aber auch Aktionsforschung. Und aktuell hat er gerade seine Promotion abgeschlossen, beendet zu FabLabs und Makerspaces. Herzlichen Glückwunsch. Genau, und gleichzeitig ist er auch noch der... Und Christoph ist auch der Initiator und Mitbegründer des FabLabs in Karlsruhe. Als nächstes haben wir Linda Nierling. Linda hat Umweltwissenschaften in Lüneburg und Zürich studiert und in Soziologie an der Universität in Frankfurt zum Thema Anerkennung von nachhaltiger Arbeit promoviert. Und als letztes haben wir noch Philipp Frey. Philipp studierte neuere und neueste Geschichte an der Universität in Tübingen und Norwegen und Philosophie auch noch dazu. Genau. Und inhaltlich beschäftigt er sich mit kritischer Gesellschaftstheorie und mit Technikphilosophie und promoviert momentan zu gegenwärtigen Automatisierungsdiskursen. Gut, wir stellen uns heute die Frage, wie eine positive Zukunft aussehen kann. Dazu möchten wir zunächst einen Blick auf eine kurze Zeitleiste werfen, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Wir haben 2008 die Finanzkrise erlebt mit all ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen. Dann springen wir direkt 10 Jahre weiter ins Jahr 2018 und da beginnt dann auch schon die Fiktion unserer Reise. Hier gehen wir davon aus, dass es einen erneuten Schock für die Weltwirtschaft gab und die Gesellschaft die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, der sich weiter intensivierenden Wirtschaftskrise spürt. 10 Jahre später, im Jahr 2028, haben sich dann 3 Länder, die wir gleich besuchen werden, überlegt, wir brauchen irgendwie neue Strategien. Wir müssen uns irgendwie transformieren, damit wir mit den Problemen, die wir haben, besser umgehen können. Das haben sie dann auch gemacht. Die Transformation hat gestartet. Und wir werden jetzt ins Jahr 2038 reisen und den 3 Botschaftern, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, lauschen, wie sich es denn so lebt in der Zukunft in diesen 3 Ländern. Es wird zuerst in die Republic of Making gehen. Da stehen selbstgemachte Innovationen im Vordergrund. Danach reisen wir nach Freiland. Hier herrscht viel freie Zeit für freie Menschen vor. Und als drittes geht es nach Automatia, wo Automation for the People im Vordergrund steht.
Und los geht's. Hallo aus der Zukunft. Was sagen Sie zu meiner Brille? Also mir gefällt die ganz gut. Bei uns ist nämlich gerade Retro-3D-Druck in. Wir drucken uns Gegenstände mit den für uns altertümlichen Maschinen aus ihrer Zeit. Und genau, das ist ganz nett, weil die sind im Vergleich zu den 3D-Druckern, die wir haben, eigentlich sehr leistungsschwach und grob. Aber umso eine liebevollere Nostalgie haben wir auch als Gesellschaft entwickelt für diese Gegenstände. Und 3D-Drucker, klar, die sind eine der wichtigen digitalen Technologien bei uns in der Republic of Making, aber nicht nur. Im Prinzip haben sich die Menschen bei uns in fast alle digitalen Technologien verliebt. Die werden sehr hoch geschätzt, denn wir haben durch die digitale Veränderung neue Möglichkeiten für unser Zusammenleben und auch für unsere Wirtschaftsweise entdeckt. Bei uns ist wirklich noch viel mehr als bei Ihnen vor 20 Jahren die Digitalisierung, die Blutader unserer Gesellschaft. Während ihr ja digitale Technik vor allem noch als Individuen nutzt, haben wir gelernt, digitale Technik gemeinschaftlich zu nutzen und so eben unser Zusammenleben zu revolutionieren. Klar, ihr hattet auch schon Digitalisierung damals, aber bei euch waren es ja vor allem noch die großen Konzerne, die den Weg der Digitalisierung bestimmt haben. Und bei uns ist es allerdings so, dass wir es wirklich geschafft haben, Digitalisierung zu demokratisieren. Es ist nämlich so, bei uns lernt schon jedes Grundschulkind programmieren und auch in den Parteien wird vor allem darüber gestritten, wie eigentlich neue Algorithmen aussehen sollten. Es ist auch so, dass sich bei uns die meisten Menschen die wichtigen Dinge für das tägliche Leben oftmals selbst herstellen, aus sehr leistungsfähigen 3D-Druckern und anderen digitalen Maschinen. Und so produziert sich eigentlich bei uns fast jeder Kleidungsstücke, Möbel und auch elektronische Gegenstände selbst, indem er oder sie Informationen aus dem Internet herunterlädt, gegebenenfalls modifiziert und dann mit einer sehr leistungsfähigen Maschine diese Gegenstände produziert. Allerdings, dass wir mittlerweile in dieser Gesellschaft angekommen sind, das liegt auch an einem ungeplanten Veränderungsprozess. Und zwar begann das im Prinzip schon in Ihrer Zeit. Selbst die Kinder, die bei Ihnen geboren wurden, die konnten sich eine Welt ohne Internet gar nicht mehr vorstellen. Das hatte dann auch Auswirkungen, wie sich die Individuen verstehen und wie die auch ihr Zusammenleben mit anderen verstehen. Immer mehr Menschen vernetzten sich, um gemeinsam etwas zu erschaffen oder auch gemeinsam zu erleben. Und Internet und Software halfen ihnen eben dabei. Zum Beispiel verbesserten sie Wikipedia, sie teilten Fotos und Videos, sie programmierten Software, die allen zur Verfügung stand und sie fingen natürlich auch an, 3D-Drucker zu entwickeln und die Baupläne online zur Verfügung zu stellen. Das Internet wurde quasi so zu einem riesigen Archiv, in dem immer mehr Wissen geteilt wurde und öffentlich zugänglich war und auch Wissen, das oftmals fast kostenlos vervielfältigt werden konnte. Es war dann uns eigentlich in den späten 2020er Jahren klar, dass das Beste im Internet eigentlich gar nicht durch die großen Firmen erstellt ist, sondern durch die einzelnen Nutzer, die dazu beitragen, das Internet lebendig zu machen und das allerdings oftmals unbezahlt gemacht haben. Das Problem war aber damals immer noch, dass die bestehenden Geschäftsmodelle und auch Wirtschaftsmodelle sozusagen diese Arbeit der Freiwilligen ausgebeutet haben oder ausgenutzt haben. Denn die Firmen versuchten das immer noch, sich ins Zentrum zu stellen und ihre Interessen vor die allgemeinen Interessen zu stellen. Und die haben immer noch die Plattformen kontrolliert, die diese digitale Zusammenarbeit ermöglicht haben. Es gab auch immer mehr Urheberrechtsstreitigkeiten, wem jetzt welcher Teil vom Wissen gehört oder nicht. Und in gewisser Weise können wir sagen, das Internet war da wirklich zerrissen
zum einen zwischen den vielen Nutzerinnen und Nutzern und zum anderen zwischen den Interessen großer Konzerne, die versuchten, an ihren Monopolen festzuhalten. Und diese Spannung, die wurde dann in den 2020er Jahren allerdings so groß, dass die Mehrheit in unserer Gesellschaft zur Überzeugung kam, dass es so nicht weitergehen darf und dass der digitale Wandel tatsächlich gebremst wird durch Großkonzerne und nicht in der Geschwindigkeit voranschreitet, wie es eigentlich sein könnte. Es gab entsprechend viel Druck auf die politischen Parteien und auch zwei absolut richtungsweisende Gesetzesänderungen. Zum einen sprechen wir von einer Urheberrechtsrevolution. Bei uns darf man nur noch in Einzelfällen Wissen privatisieren und geheim halten. Typischerweise muss Wissen öffentlich zugänglich gemacht werden, denn unser Urheberrechtsgesetz, das geht auch nicht mehr davon aus, dass Wissen durch einzelne Genies erzeugt wird, sondern dass Wissen schon immer gemeinschaftlich entstanden ist und dass es gedeiht, wenn es geteilt wird. Wir sprechen daher auch gar nicht mehr von einzelnen Erfindern, die in ihren Garagen Dinge erfinden, sondern wir sprechen von gemeinschaftlicher Erfindung. Und dieses Urheberrechtsgesetz, das galt auch rückwirkend, alle Patente wurden für nichtig erklärt und das Wissen, das dahinter verpackt war, wurde der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Die zweite Gesetzesänderung oder die auch staatliches Handeln zur Folge hatte, war, dass staatliche Internetplattformen eingerichtet wurden. Und diese Plattformen haben eben die Zusammenarbeit von Menschen und das Teilen von Wissen ermöglicht und eben ohne Einschränkungen durch Unternehmen. Bei uns ist auch Werbung im Internet etwas der Vergangenheit. Für uns ist wirklich Wissen das wichtigste Allgemeingut, auf dem unsere Gesellschaft aufbaut. Für uns ist es völlig selbstverständlich, dass Wissen gedeiht, wenn es geteilt wird und dass es verkümmert, wenn es nicht geteilt wird. Wissen als Allgemeingut heißt bei uns insbesondere digitalisiertes Wissen, digitale Commons. Und bei uns ist alles, was relevant ist, ist eigentlich digitalisiert, gespeichert in Software, in digitalen Videos, digitalen Dokumenten, aber auch in digitalen Geräten. Und es ist meistens öffentlich zugänglich übers Internet oder auch anders. Klar, so auch ihr kanntet Commons zum Beispiel. Kanntet ihr damals schon Wikipedia? Bei Wikipedia ist es auch so, dass Wikipedia eigentlich besser ist, je mehr Menschen sich einbringen und eben dieses gemeinsam genutzte Wissen erweitern und zur Verfügung stellen. Wir haben allerdings in unserer Gesellschaft dann gelernt, dass Commons, digitale Commons, nicht nur eine Frage von Technik sind, sondern dass wir die auch aktiv herstellen müssen, dass wir sie hegen und pflegen müssen. Das heißt, dass bei uns mittlerweile fast alle Bildungsinstitutionen und auch viele Firmen daran beteiligt sind, solche Wissensgemeingüter zu fördern. In Schulen und Universitäten, da lernen unsere jungen Menschen selbstständig anhand des Wissens aus dem Internet und die Lehrer helfen eigentlich nur noch mit, dass die jungen Menschen das lernen, auch gute Beiträge zu diesem Wissen zu leisten. Genau. Und beides zusammen, die Gesetzesänderungen und die staatliche Förderung für Bildung, das führte bei uns zu einem riesigen Innovationsschub. Wir sprechen da von der großen Beschleunigung der 2030er Jahre. Wenn Sie denken, bei Ihnen ist rasender technischer Wandel, das sollten Sie mal zu uns reisen, da geht es zigfach schneller. Bei uns entstanden und entstehen in der ganzen Gesellschaft technische Neuerungen. Und dadurch wurde unsere digitale Technik extrem leistungsfähig und gleichzeitig extrem günstig. Wir haben mittlerweile Maschinen, die andere Maschinen bauen können und das auf Knopfdruck. Und eben dieser einfachere Zugang zu Wissen und zu technischen Geräten, das hat unsere Wirtschaft radikal dezentralisiert. Wir sprechen mittlerweile bei uns von einer Dreiteilung unserer Wirtschaft. Wir haben zwar noch klassische Industriebetriebe, wie Sie die auch schon kannten, die nehmen aber nur noch knapp ein Drittel des Wirtschaftslebens ein und die konzentrieren sich auf die Herstellung von Rohstoffen und Materialien. Ein weiteres Drittel sind kleine Unternehmen, die zum einen
von diesem allgemein verfügbaren Wissen auch profitieren, aber auch gesetzlich dazu verpflichtet sind, bei diesem Wissen beizutragen. Und das letzte Drittel unserer Wirtschaft ist tatsächlich Arbeit von Freiwilligen. Und die machen eben das, was sie interessiert und arbeiten gemeinsam an unterschiedlichen Projekten. Viele gestalten und programmieren digitale Technik. Es gibt aber auch viele, die sich für Kunst und Wissenschaft interessieren und das vorantreiben. Und mittlerweile bekommen diese Freiwilligen auch Aufwandsentschädigungen vom Staat für ihre Beteiligung an dem öffentlichen Wissen. Entsprechend hat sich dann aus dieser neuen Konstellation auch die Relevanz von Lohnarbeit ging ein bisschen zurück. Die nimmt bei uns etwa ein Drittel weniger Zeit ein als bei Ihnen noch. Das ist dann Zeit, die oft viele eben in der freiwilligen Arbeit an dem öffentlichen Wissen verbringen. Klar, wir hatten auch im medizinischen Bereich große technische Fortschritte, aber es ist immer noch so, dass unsere Krankenhäuser und Pflegeheime eigentlich noch recht ähnlich zu euren auch aussehen. Genauso haben wir eigentlich auch noch Schulen und Universitäten, die noch eher klassisch aussehen. Aber tatsächlich für unsere neue Wirtschaftsordnung, da kommt ein wichtiger Baustein schon aus eurer Zeit. Und zwar auch ihr kanntet schon sogenannte Fab Labs oder Makerspaces. Das sind offene Werkstätten, in denen Menschen zusammenkommen, um gemeinsam 3D-Druck und andere digitale Fertigungstechnologien zu nutzen und eben auch weiterzuentwickeln. Bei euch war das allerdings noch dann Teil des sogenannten Maker-Movements, der Maker-Bewegung. Bei uns ist da mittlerweile ein ganzer Staat draus geworden, die Republic of Making. Und im Prinzip kann man sagen, auch schon vor 20 Jahren waren das so relativ fortschrittliche Prototypen von der neuen Wirtschaftsweise. Allerdings gab es bei uns massive staatliche Förderungsprogramme, sodass mittlerweile jede Gemeinde und jeder Stadtteil eine eigene Hightech-Werkstatt hat. Und in dieser Hightech-Werkstatt, da können eben Bürger zu sehr geringen Kosten die modernsten Fertigungstechnologien nutzen und sich Gegenstände herstellen. Für viele bei uns gehört es daher auch zum guten Ton, so die Wohnungseinrichtung und viele tägliche Nutzgegenstände wirklich selber herzustellen, selber zu gestalten, natürlich mit Hilfe des digitalen Wissens, das zur Verfügung steht. Und im Prinzip ist es bei uns so, dass die ständige Erweiterung unseres Wissens und auch die ständige Weiterentwicklung unserer Technik sind wirklich zu Leitwerten unserer Gesellschaft avanciert. Wer bei uns was auf sich hält, der ist selbstverständlich Teil von Innovationsprozessen und daher rührt auch unser Staatsmotto selbstgemachte Innovation. Ja, vielen Dank, Christoph. Sehr spannend. Wir reisen jetzt weiter nach Freiland und schauen mal, wie diese ganze freie Zeit dort zustande kommt. Los geht's! Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Wir haben uns bei unserer Strategie für Freiland dafür entschieden, unsere nationale Wirtschaft so auszugestalten, dass wir möglichst frei agieren können. Das bedeutet für uns vor allem, gerade angesichts der vielen weltwirtschaftlichen Verwerfungen der 2020er Jahre, Unabhängigkeit vom wirtschaftlichen Wachstum. Unsere Wirtschaft setzt nicht auf höher, schneller, weiter, sondern vielmehr auf immaterielle Güter und die individuelle Weiterentwicklung, die in ganz unterschiedlichen Bereichen mit freier Zeit vor sich gehen kann. Das bezeichnen wir auch als Postwachstumsgesellschaft. Für diese Entscheidung, für unsere Postwachstumsgesellschaft, gab es einige Lehren aus den Erfahrungen der Vergangenheit. So haben wir zum einen festgestellt, dass sich spezialisierte und räumlich entgrenzte und auch technisch hoch ausgerüstete Produktionssysteme nicht von ökologischen Schäden entkoppeln lassen. Daher haben wir uns dafür entschieden, wieder mehr lokal zu produzieren und dabei auf große technische Infrastrukturen weitestgehend zu verzichten. Wir finden es zentral, ökologische Grenzen im höchsten Maße zu respektieren. Darüber hinaus haben wir uns vom damals vorherrschenden industriellen Produktionsmodell der Spezialisierung und Arbeitsteilung weitestgehend verabschiedet. Unserer Ansicht nach leistete das der Verantwortungslosigkeit
von vielen Vorschub, da darin schlicht so viele Menschen in abstrakten Prozessen beteiligt waren, sodass die Folgen und die Konsequenzen des eigenen Handelns einfach komplett unübersichtlich wurden. Diese Form der Unübersichtlichkeit lässt sich auch auf den privaten Bereich übertragen. So verbrauchten Konsumenten früher vor allem Dinge, die sie nicht selbst hergestellt haben. Es gab also fast immer getrennte Sphären von Verbrauch und Herstellung. Das ist heute bei uns anders. Wichtig für unsere Entscheidung hin zu einem Schwenk, zu einer solchen Gesellschaft, waren aber auch alarmierende Beobachtungen zur psychischen Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Es gab im vormaligen Wirtschaftssystem hohe psychische Belastungen, hohen individuellen Stress durch immer steigenden Druck im Arbeitsleben. Dies war zum einen durch einen hohen Leistungsdruck auf den oder die Einzelne begründet. Gleichzeitig gab es aber auch immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse mit unsicheren Jobs, befristeten Verträgen und einer schlechten Bezahlung. Also hohe Leistungserwartungen bei sinkender wirtschaftlicher Sicherheit des oder der Einzelnen. Menschen sagten auch immer mehr, dass Zeit bzw. keine Zeit zu haben für sie ein limitierender Faktor für das eigene erfüllte Leben sei. Das Leben wurde zudem auch durch den Konsum von mehr und mehr Produkten voller und voller. Daher haben wir uns in Freiland dafür entschieden, zu entschleunigen und zu reduzieren. Damit können wir wieder eine übersichtliche, aber gleichzeitig zufriedenstellende Lebensführung gewährleisten. Sinnstiftung findet sich bei uns wieder in der Fokussierung auf einzelne ausgewählte Handlungen und in bestimmten Ereignissen. Wir legen einen Schwerpunkt auf wenig spezialisierte und wenig kapitalintensive Produktionssysteme. Für uns sind Subsistenz und Suffizienz zwei zentrale Konzepte. Subsistenz als die Selbstversorgung durch Eigenarbeit und Suffizienz durch die Reduktion auf das Wesentliche im Gegensatz zu übermäßigem Konsum. Das verstehen wir allerdings nicht als strenge Regel für jeden. Vielmehr geht es uns darum, erstmal alle möglichen Reduktionspotenziale in den Feldern Ressourcen oder Energie und weiteren auszuschöpfen. Danach haben wir unser gesamtes Wirtschaftssystem umgestellt. Wir produzieren viel weniger international und global und haben Produktion da, wo es möglich ist, auf regionale Ökonomien und moderne Formen der Subsistenz verlagert. Dabei haben wir auch neue Arbeits- und Dienstleistungsfelder geschaffen bzw. bestehende ausgebaut. Das sind zum Beispiel Wartungs- und Reparaturdienstleistungen oder auch Sharing-Services. Wir haben dafür sichere digitale Plattformen aufgebaut, die genau auf unsere Bedarfe zugeschnitten sind. Und auch das Handwerk und der Ökolandbau werden wieder staatlich gefördert, stark gefördert. Und auch in diesen Bereichen werden digitale Anwendungen genutzt, um die Arbeit dort in einer guten Weise zu unterstützen. Neben dem Umbau des Produktionssystems ist uns die Verlängerung und Intensivierung der jeweiligen Produktnutzung wichtig. Das umfasst aber auch eine Veränderung unserer Konsumgewohnheiten. Es geht einfach um weniger. Und unsere Bürgerinnen und Bürger stellen vieles, was im Alltag benötigt wird, wieder selber her. Da geht es um Nahrungsmittel, Bekleidung und so weiter und so fort. Da benutzen wir einerseits Strategien des Upcyclings, also wir fügen mehrere nicht mehr funktionsfähige Teile zu was Neuem, Funktionsfähigem zusammen. Wir nutzen Gebrauchsgüter gemeinsam, um die Nutzung zu intensivieren, Autos, Waschmaschinen, Räume, Gärten, Werkzeuge und so weiter und so fort, aber teilen natürlich auch unser Wissen. Wir geben Baupläne, um etwas selber herzustellen, digital weiter, etwa für den Bau einer Windturbine für den eigenen Garten. Wir haben an alte Ideen wie Verschenkemärkte oder Umsonstkaufhäuser wieder angeknüpft und wir reparieren schlicht mehr, um die Nutzungsdauer zu verlängern und haben auch digitale Netzwerke der Selbsthilfe aufgebaut, um dies einfach auch möglich zu machen. Wir verstehen unter Technik nicht nur Hightech und alles Digitale, sondern wir verstehen da viel mehr darunter, bestehende Technologien im Small Scale, also im kleinen Rahmen, auch weiterzuentwickeln und suchen auch immer wieder nach ökologisch verträglichen kleinen Lösungen von teils modernen Technologien. Zum Beispiel sprechen wir gerade über autonome Lastenfahrräder mit Elektroantrieb, die von kleinen Windrädern und Solarpanels lokal gespeist werden können. Wir setzen aber auch ganz stark auf den Leistungsaustausch auf sozialer Ebene. Zum Beispiel helfen sich unsere Bürgerinnen und Bürger gegenseitig, wenn bestimmtes Wissen oder Kompetenzen fehlen. Wir haben jetzt aber auch mehr Zeit für die Eigenproduktion von Gütern, beziehungsweise legen wir darauf mehr Wert. Wir haben wieder Gärten, wir bauen Dinge selber und wir nutzen dafür aber auch die digitale Unterstützung, die wir brauchen.
Wir wollen mit unserem Konzept keinen Rückschritt in die Steinzeit darstellen, sondern wollen auch gut verträgliche Hochtechnologien in unser Konzept mit integrieren. Uns war es sehr wichtig, eine neue Balance zwischen Selbst- und Fremdversorgung zu schaffen, mit dem Schwerpunkt allerdings zu einem Wandel hin zu einem stärkeren Fokus auf die Selbstversorgung. Neben einem solchen Bewusstseinswandel hin zum weniger und zur stärkeren lokalen Versorgung haben wir aber auch einige zentrale Reformen umgesetzt. Diese haben die politischen Anreize dafür gesetzt, unsere Ziele zu verwirklichen. Zum einen haben wir unterschiedliche Maßnahmen dafür getroffen, um die Erwerbsarbeitszeit zu verkürzen. Für uns ist Erwerbsarbeit nicht mehr so wichtig, um eine selbstbestimmte und zufriedenstellende Lebensführung zu ermöglichen. Unsere Bürgerinnen und Bürger arbeiten in der Regel nur zu einem Drittel in bezahlter Arbeit. Zu einem weiteren Drittel engagieren sie sich für das Gemeinwohl in ganz unterschiedlichen Bereichen, je nach eigenen Talenten. Und zu einem letzten Drittel arbeiten oder beschäftigen sie sich mit dem, was sie eigentlich wirklich wollen. Also in der freien Zeit für freie Menschen findet man frei heraus, was eigentlich der eigene Antrieb ist. Diese Ideen sind nicht komplett neu, zukünftige Idee, sondern haben wir von Fritjof Bergmann aus den 2000er Jahren übernommen. Dabei ist diese Drittelung nicht streng. Sie kann über einen Arbeitstag, eine Woche, Monate oder auch Jahre erfolgen, je nachdem, wie dies aus unterschiedlichen Gründen notwendig ist, Kinder, Pflege von Angehörigen und so weiter. Neben diesen umfassenden Arbeitsmarktreformen haben wir aber auch weitere wegweisende Maßnahmen durchgeführt, zum Beispiel eine Finanzreform. So setzen wir, soweit es geht, auf staatlich unterstützte Regionalwährungen mit Nullzins, um damit auch die Anreize für weiteres Wachstum zu setzen, beziehungsweise zu steuern, beziehungsweise nicht zu setzen. Auch haben wir aus Steuermitteln ein Grundeinkommen eingeführt, das die Basissicherung und damit die Grundlage für eine Drittelung unserer Arbeitszeit gewährleistet. Zudem haben wir auch einige, allerdings recht kontrovers diskutierte ökologische Maßnahmen durchgeführt. Wir haben zum Beispiel Flugfahrten von Regionalflughäfen, Autobahnen und Großindustrieareale zurückgebaut. Wir wollten einfach wieder mehr Fläche für Natur und auch für den ökologischen Anbau haben. Wir fühlen uns mit diesem Fokus auf weniger freier und unabhängiger in unseren regionalen und lokalen Strukturen. Das heißt aber nicht, dass wir uns als geschlossen empfinden. Wir sind an Kooperationen sehr interessiert, einerseits um unseren Small-Scale-Technologietransfer mit digitalen Technologien zu gewährleisten, zum anderen aber auch um Erfahrungen mit unseren sozialen Innovationen wie das Grundeinkommen oder weniger kommerzielle Arbeit zu teilen und auch kritisch zu bewerten. Ja, vielen Dank, Linda. Und jetzt geht unsere Reise weiter in die dritte Zukunftsvision, die wir heute Abend hören werden, und zwar nach Automatia. Und wir schauen uns mal, wie diese Automation for People so funktionieren kann. Los geht's. Hallo und guten Abend auch von mir. Es ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass die Reihe von einem Historiker und Philosophen beschlossen wird. Diesem akademischen Hintergrund entsprechend hoffe ich, dass Sie mir nachsehen werden, wenn ich im Folgenden ganz unfuturistisch ablese. Im Gegenzug werde ich mich bemühen, mich entgegen der allgemeinen Konvention einigermaßen kurz zu fassen. Beginnen wir mit einem knappen zeitgeschichtlichen Rückblick. Durch den erneuten Krisenausbruch der 2020er Jahre verschärfte sich die wirtschaftliche Konkurrenz weiter. Um im Wettbewerb bestehen zu können, investierten die Unternehmen in ihren Anstrengungen, von Staat und Gewerkschaften unterstützt, massiv in die Anschaffung von Robotern und sogenannten intelligenten IT-Systemen. Diese Flucht nach vorne sollte allerdings nicht von Erfolg gekrönt sein. Das Einbrechen der internationalen Nachfrage traf die auf Export orientierte Wirtschaft hart, während gleichzeitig die Binnennachfrage aufgrund der mit der zunehmenden Automatisierung verbundenen Massenarbeitslosigkeit stark zurückging. Verschärft wurde diese Entwicklung noch dadurch, dass der Staat auf das verringerte Steueraufkommen mit Einsparungen reagierte, die die verbliebenen sozialstaatlichen Strukturen weiter schwächten. Die Folge war gewissermaßen ein ökonomischer Teufelskreis aus Überproduktion und Unterkonsumption. Im Laufe der Jahre verschärfter sozialer Kälte drängten sich einige Fragen immer mehr Menschen auf. Wie sollen Menschen in der Konkurrenz mit Robotern auf Dauer bestehen? Welchen Sinn macht es, Individuen dafür zu schikanieren, dass sie kein Auskommen finden, wenn auf jede freie Stelle über 30 Arbeitslose kommen? Und wie kann es sein, dass die breite Masse der Bevölkerung immer ärmer wird,
während gleichzeitig hochproduktive Roboterfabriken immer höherwertige Güter in immer kürzerer Zeit produzieren. Oder, um es allgemeiner zu sagen, welcher Wahn muss eine Gesellschaft befallen haben, dass der Umstand, dass wir unsere Bedürfnisse mit weniger Arbeit befriedigen können, zur Katastrophe wird und nicht ein Grund ist, die Sektkorken knallen zu lassen. In der Folge gelang es einem breiten gesellschaftlichen Bündnis, einen Politikwechsel herbeizuführen. Seine zentralen Forderungen waren Begrenzung der Wochenarbeitszeit, je Arbeitnehmerin, auf 30 Stunden und Ausweitung des Mindesturlaubs auf 30 Tage im Jahr, zwecks Umverteilung des noch verbliebenen Arbeitsvolumens. Eine Grundsicherung für alle, in Höhe von umgerechnet 1.000 Euro, um arbeitslos gewordenen und Rentnerinnen eine menschenwürdige Existenz zu sichern. Schaffung von hunderttausenden Stellen in Pflege, Erziehung und Lehre. Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des kommunalen Wohnungsbaus. Und zuletzt Demokratisierung der Wirtschaft und Verstaatlichung maroder Unternehmen. So viel zum historischen Hintergrund unseres gesellschaftlichen Projekts. Was ursprünglich seinen Ausgang in der Kritik der herrschenden Krisenverwaltung nahm, kann heute wohl als geglücktes Experiment bezeichnet werden. Rasch wurde deutlich, dass die Lohnabhängigen weniger Angst vor dem Verlust der Lohnarbeit hatten, zumindest nicht als solcher, sondern vor allem vor dem Verlust der gesellschaftlichen Teilhabe, die mit ihr allzu lang verknüpft war. Tatsächlich lebt es sich auch mit mittlerweile durchschnittlich 5 Stunden Arbeit am Tag ganz gut und eine der lautstärksten Forderungen ist die nach weiteren Arbeitszeitverkürzungen. Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass die menschenwürdige Einrichtung einer Gesellschaft mehr Arbeit macht, als manchmal gedacht. Nicht nur, dass sich in unserer Gesellschaft mehr Menschen denn je mit der Weiterentwicklung von Automationstechnologien befassen und zahlreiche Stellen zur Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur geschaffen wurden. Es sind auch neue Betätigungsfelder prominent geworden, die früher höchstens ein Nischendasein gefristet haben. Also zum Beispiel Menschen, die andere Menschen begleiten, die biografische Umbrüche zu bewältigen haben aufgrund von Automatisierungsprozessen und dann Hilfe dabei brauchen, erste eigene Projekte zu entwickeln. Dennoch tritt laut Befragung die subjektiv empfundene Bedeutung der Lohnarbeit immer weiter hinter die Bedeutung anderer Interessen der Individuen wie ehrenamtliches, politisches oder künstlerisches Engagement zurück. Diese kulturelle Entwicklung wird flankiert durch entsprechende wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Der Mindestlohn wurde gegenüber dem Vorkrisenniveau verdoppelt. Einerseits und in erster Linie, um die wegfallenden Arbeitsstunden zu kompensieren und die Lage der unteren Einkommensgruppen zu verbessern. Andererseits, um weitere Automationsimpulse zu setzen. Einen ähnlichen Effekt hat der Umstand, dass aufgrund der sanktionsfreien Grundsicherung der materielle Zwang weggefallen ist, schlecht bezahlte und unangenehme Arbeit anzunehmen, was die Mitarbeitersuchenden entweder dazu zwingt, die Bezahlung nach oben zu korrigieren, die Arbeitsbedingungen zu verbessern oder eben Automationsmöglichkeiten zu suchen, was auch unserer Vorstellung entspricht, dass man Tätigkeiten, die eigentlich niemand machen will, lieber wenn möglich einem Roboter überlässt. Und nicht zuletzt fördert der Staat weiter verstärkt Forschungen im Feld der Robotik und der künstlichen Intelligenz, die allen zugutekommen sollen und deren Ergebnisse entsprechend in der Regel frei zugänglich sind. Überhaupt nimmt der Staat zugleich eine aktivere und passivere Rolle im gesellschaftlichen Leben wahr. Wurde er vor dem Politikwechsel in weiten Teilen der Bevölkerung vor allem als diejenige Instanz wahrgenommen, die die allseitige Konkurrenz organisierte und Menschen, die dabei nicht mitmachen wollten oder konnten, bestrafte, so ist an die Stelle der Herrschaft über die Menschen nunmehr die algorithmengestützte Verwaltung der gesellschaftlichen Infrastruktur getreten. Nicht zuletzt dadurch ist die individuelle Entfaltung der Menschen nicht länger primär von ihrem Einkommen bzw. Vermögen abhängig. Eingebettet in eine starke und solidarische Infrastruktur sind die Menschen nunmehr frei im doppelten Sinne. Frei, die Gesellschaft und die technische Entwicklung nach Maßgabe menschlicher Bedürfnisse zu gestalten, wie auch dank der Errungenschaften der digitalen Technologien frei, immer größere Teile ihrer Lebenszeit ganz nach ihrem Gutdünken zu gestalten. Da Philosophen in dem Ruf stehen, häufig abstrakt zu bleiben, wurde ich darum gebeten, an einigen Beispielen zu illustrieren, wie in unserer Gesellschaft die Bedürfnisbefriedigung organisiert wird. Zunächst einmal bekommen noch immer die meisten Mitglieder unserer Gesellschaft die Güter ihres täglichen Bedarfs entweder in Geschäften oder lassen sie sich direkt mittels Drohnen nach Hause liefern. Auch sind die meisten Leute weiter erwerbstätig, wobei mit der Weiterentwicklung der Produktionstechniken auch eine höhere Qualifizierung und vertiefte Spezialisierung der Arbeiten einherging. Statt selbst am Band zu stehen, entwickeln die Menschen nun Baupläne für neue Roboter oder überwachen deren Arbeit in ansonsten weitgehend menschenleeren Fabrikhallen.
programmieren Algorithmen, die die Verwaltung der Gesellschaft vereinfachen oder dirigieren in unseren agrargenossenschaftlichen Komplexen Maschinenschwärme vom GPS-gestützten Traktor bis hin zu feingliedrigen Erntemaschinen, die Erdbeeren wie von Hand pflücken. Viele der Berufe, die noch vor weniger als einem Jahrhundert bestimmt waren, sind heute praktisch verschwunden. Der Gedanke, Menschen zu besseren Akkuschraubern zu degradieren, ist anstößig geworden. Und wer doch Spaß daran hat, beispielsweise an Autos herumzuschrauben, der kann dem ja in seiner freien Zeit nachgehen. Das soll allerdings nicht heißen, dass unsere Gesellschaft frei von Interessensgegensätzen ist. Beispielsweise wird derzeit vermehrt gefordert, dass der erreichte Automatisierungsgrad im Pflege- und Erziehungssektor im Interesse eines menschlicheren Zusammenlebens zurückgefahren werden soll. Zudem gibt es derzeit harte Auseinandersetzungen über die Frage, ob in naher Zukunft der Fokus auf den geforderten Arbeitszeitverkürzungen liegen soll oder, wie ebenfalls von vielen gefordert, auf der Rücknahme bisheriger Arbeitsverdichtungen. Die Frage ist also gewissermaßen, ob man die noch verbliebene Lohnarbeit angenehmer gestalten soll und dafür im Zweifel in Kauf nehmen, 1 bis 2 Stunden länger am Tag im Büro zu sein, oder ob man die Arbeit verhältnismäßig anstrengend, aber dafür kurz halten soll. Die demokratische Wahl zwischen kürzerer und angenehmerer Arbeit scheint mir aber allemal besser als die aufgezwungene Alternative von fremdbestimmter Lohnarbeit oder gesellschaftlichem Ausschluss. Wie Sie sehen, stehen wir nun, statt unsere wertvolle Lebenszeit in Callcentern zu fristen oder sie mit Montage von Smartphones, Papierkrieg oder missliebigen Hausarbeiten zuzubringen, also vor der durchaus nicht trivialen Herausforderung, unsere Gesellschaft und Leben selbstbestimmt zu gestalten und uns so jenseits der Lohnarbeit allseitig als Menschen zu entwickeln. Ich hoffe, auch Sie haben Lust, diese Herausforderung für sich anzunehmen.